Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch nämlich gerne meine Favoriten aus dem Dezember zeigen. Da hat sich nämlich wieder ein bisschen was angesammelt und vor allem auch verändert, seitdem ich mein Oktober-Favoriten-Video gedreht habe. Im November kam ja keins. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt eins wieder. Und fangen wir doch gleich mal an. Also zuerst habe ich hier von GHD meine Hitzeschutzcreme hier. Also die kann ich wirklich nur empfehlen, ich finde sie super gut, sie riecht zwar nicht so gut wie zum Beispiel die von Paul Mitchell, aber ich finde sie echt toll, sie gibt ein super schönes Ergebnis, die Haare glänzen super schön nach dem Auftrag dieser Creme und ich verwende sie eigentlich so ziemlich jeden Tag. Dann habe ich hier meinen Lieblingslippenstift aus dem Monat, das war hier überwiegend der hier, den ich getragen habe von Clinique. Die Farbe Orange Burst, so sieht der aus. Hier ist ein richtig schönes Rot-Orange. Den findet ihr nur beim Douglas, also der ist Douglas exklusiv. Der wurde von Clinique für Douglas halt produziert, deswegen hat er hier auch diese blaue Verpackung. Und ja, also der ist echt super schön, sehr angenehm zu tragen und hält auch wirklich sehr lange auf den Lippen. Dann mein Lieblings-Lipgloss den Monat, das war der von Kiehl's. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt, den habe ich gratis bekommen durch so eine Aktion von der Grazia. Das ist hier so eine richtig schöne Bärenfarbe, so eine richtig schöne Winterfarbe, riecht super gut. Und die Farbe heißt Berry 1851 und ja, kann ich auch nur empfehlen. Meine liebste Wimperntusche diesen Monat war diese hier, das ist von Lancôme, die Excessive Black Mascara. So sieht die aus. Die heißt Hypnose Drama. In der Farbe Excessive Black, Entschuldigung. Das ist die mit diesen Spiralenbürstchen. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Ja, kann ich nur empfehlen. Also trennt die Wimpern wirklich super schön, macht ein tolles Ergebnis. Ist zwar, jetzt, soweit ich weiß, nicht wasserfest, aber bröckelt nicht ab und gar nichts. Also die hält echt super den ganzen Tag. Dann mein Lieblingsrouge war diesen Monat der hier, das ist von P2 aus so einer LE, die gab es diesen Sommer, das ist aus der Sun City LE. Das ist der Be Happy Blush in der Farbe 010 Urban Style, aber ich denke, so eine Farbe findet ihr eigentlich überall, also das ist hier einfach nur so ein richtig schönes rosa-violett, hat mir super gut gefallen. Den Monat wieder, habe ich wieder neu entdeckt sozusagen. Dann mein Lieblings-Highlighter war der hier aus der Vampire's Love LE, der Schimmerpuder hier. Da ist mir leider der Deckel abgefallen, aber so sieht das Ganze aus. Ist hier so ein richtig schöner, dezenter Schimmer. Trage ich super gerne auf den Wangen. Kam auch super oft zum Einsatz diesen Monat. Dann habe ich hier meinen liebsten Lidschatten. Das ist mal wieder die ganze Palette hier von Sleek, die Nude Collection und Natural Palette hier. Mit der habe ich heute mein Augen-Make-up geschminkt, mal wieder. Also die habe ich echt super häufig verwendet. Alle Farben sind super toll, deckend, langanhaltend, also echt schön, die ganze Palette. Dann meine Lieblingswaschcreme diesen Monat war die hier von Neutrogena, die Visibly Clear. Die habe ich euch ja schon in meinem Haul-Video vorgestellt, seitdem habe ich die täglich verwendet und ich habe echt das Gefühl, dass sie was bringt, also meine Pickel sind ein bisschen zurückgegangen und die macht die Haut wirklich schön rein und wirklich schön weich, also nachdem ich das hier verwendet habe, ist meine Haut richtig schön sanft, also gefällt mir super, super gut. Dann habe ich hier noch eine Maske super gern verwendet, das ist jetzt schon hier, also es sind ja immer zwei Stück in so einer Packung und eine Packung habe ich schon komplett verwendet und hier habe ich noch die eine übrig für die Woche. Also ich habe die jetzt halt jede Woche einmal verwendet, 4 Wochen lang am Stück. Also das wird jetzt meine 4. Woche hier sein, die 4. Packung. Das ist die Erdbeermaske von Charms und die riecht super schön fruchtig und frisch und macht auch einen tollen Effekt auf der Haut. Also sehr angenehm, entfernt Hautverschmutzungen, reinigt Poren tief, beugt Unreinheiten vor und unterstützt die Zellerneuerung. Und ja, also die kann ich euch auch nur empfehlen, testet die mal, die gibt's, die Schamsmasken gibt es in sehr vielen verschiedenen Ausführungen, falls ihr die noch nicht kennt, aber die Erdbeermaske ist meine liebste. Dann habe ich hier noch was Tolles, das ist das Handkonzentrat von Balea, das kostet nur 95 Cent und ja, das macht die Hände ganz schön weich.
schützt und pflegt, ist parfümfrei und es ist echt toll bei der Kälte. Also ist ja auch hier extra so ein Winterbalsam eigentlich für strapazierte und rissige Hände mit Kälteschutz. Trage ich eigentlich so ziemlich jeden Abend auf, vorm Schlafen gehen, dann sind meine Hände in der Früh richtig super weich. Dann habe ich hier noch mein liebstes Reinigungswasser, das ist hier von Caudalie. Das ist eine Marke, die bekommt ihr bei HQ her oder in der Apotheke, also in ein paar Apotheken gibt es sie auch. Das sind jetzt hier die 100 ml, bei HQ her habe ich nur die 200 ml Größe gefunden, die wollte ich mir nicht sofort bestellen, weil die eben 18 Euro kostet. Die habe ich jetzt in der Apotheke gekauft, für 10 Euro waren das ungefähr, 9,90 Euro glaube ich. Und die kann ich euch nur empfehlen, also die ist echt super schön, sanft zur Haut, sehr angenehm in der Verwendung. Und ja, so echt toll, wenn euch das interessiert, könnt ihr mal in die Apotheke gehen und schauen, ob ihr da so eine kleinere Größe findet. Und ja, bei HQ her gibt es sie aber auf jeden Fall auch. Dann mein Lieblingshaarspray den Monat war mal wieder von Gatsby Schmusekatze. Hat einen ganz, ganz tollen Duft und ja, beschwert die Haare auch nicht. Also ist auch nur ein ganz leichtes Haarspray, halt hoch 3 steht da jetzt zwar, aber ich muss sagen, es hält leider nicht so. Was ich aber eigentlich ganz gut finde, ist halt ein Anti-Frizz-Haarspray und ja, also habe ich jetzt auch sehr oft verwendet den Monat. Dann hier meine liebste Hautcreme den Monat war das Nachtkerzen-Hautpflege-Schaum hier von Ombiamed von Aldi. Das habe ich euch ja auch schon in meinem Haul-Video vorgestellt. Ist wirklich super schön pflegend. Der Duft ist zwar nicht so ganz meins, also es ist nicht so schön parfümiert oder ich glaube, es ist gar nicht parfümiert, also der Duft gefällt mir leider gar nicht, weil das Nachtkerzen-Samenöl hat so einen strengen Duft, das muss man halt mögen, mir gefällt es nicht. Aber so für die Haut ist es echt super angenehm und schön pflegend. Dann hier mein liebstes Deo, das war von Playboy, das Played Sexy Deo. Ich hatte ja schon das Parfum von Playboy, das war zwar das Played Spicy, da hat mir das Deo nicht so gut gefallen. Das Played Sexy gefällt mir besser, hat eine richtig süße Verpackung, finde ich. Hält den ganzen Tag und riecht echt toll. Dann habe ich hier noch meine liebste Hautcreme. Das war die von Thea Fischer. Die regenerierende Nachtpflege mit Mandeln. Da könnt ihr sehen, die ist leider jetzt schon leer. Aha, toll. Jetzt muss ich mir eine neue kaufen. Auf jeden Fall habe ich nämlich in der Schule gelernt, dass wenn man trockene Haut hat, so wie jetzt ich zum Beispiel, dann kann man für den Tag in den Wintermonaten auch eine Nachtpflegecreme verwenden, weil die eben mehr pflegend ist als es eine Tagescreme. Deswegen ist hier meine Claire Fischer Tagescreme auch noch ziemlich voll, weil ich auch für den Tag die Nachtcreme verwendet habe. Also da ist noch ein bisschen was drin, wie ihr sehen könnt. Die werde ich jetzt halt eben leer machen und werde mir für die Nacht noch eine andere kaufen. Ja, weil die ist jetzt nämlich leider total leer. Und dann zum Schluss noch mein absoluter Favorit des Monats, also das war hier die Kaufmannshaut und Kindercreme. Also ich kann es wirklich nur bestätigen, jeder der diese Creme so anhimmelt, die ist echt einfach nur toll. Also falls ihr irgendwelche trockenen Hautstellen habt oder trockene Lippen, gebt einfach ein bisschen von dieser Creme hier drauf und am nächsten Tag sind es wieder butterweich eure Lippen oder ja, die Haut fühlt sich nicht mehr so rau an, also die könnt ihr wirklich überall verwenden. Ja, ist auch sehr bekannt, kein Wunder, also die ist echt super toll. Kostet glaube ich 2 Euro oder 2,50 sowas um den Dreh. Und also ich liebe diese Creme und der Duft, der ist auch so richtig lecker. Irgendwie an irgendwas zu essen erinnert mich dieser Duft, ich weiß es nicht. Irgendwie auch an so ein bisschen Zitronenbuttermilch, ich weiß nicht. Nee, aber die riecht auf jeden Fall echt ganz toll. Und ja. Also das waren jetzt meine Monatsfavoriten aus dem Dezember. Falls wir vielleicht ein paar Favoriten teilen, dann könnt ihr mir das doch gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr Fragen zu irgendwelchen Produkten habt, natürlich dann auch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.